Hallo, heute basteln wir einen Drachen. Wir brauchen Essstäbchen, einen Buntstift oder Filzstift, eine Klopapierrolle, einen Kleber oder einen Klebestift, ein Lineal, eine Schere, Tonpapier und eine Heißklebepistole. Wir brauchen das Tonpapier von zwei verschiedenen Farben. Ich habe mich heute für Grün und Gelb entschieden. Lege das Lineal am Rand des Papiers. Nimm deinen Bleistift in deine Schreibhand und halte das Lineal mit der anderen Hand ganz fest auf das Papier gedrückt. Zeichne Punkte im Abstand von etwa 2,5 cm. Dann kannst du das Papier zweimal falten und Streifen ausschneiden. Wir brauchen etwa 3 grüne und 3 gelbe Streifen. Ich habe leider aber viel mehr gemacht. Jetzt falte aus 2 Streifen eine Hexentreppe. Wie das geht? Die Streifen am Rand mit dem Klebestift orthogonal oder das heißt rechtwinklig aufeinander kleben. Also klebe einen Streifen auf den anderen. Falte den unteren Streifen quer über den oberen Streifen. Nach unten. Nach rechts. Nach oben. Nach links. Nach unten. Nach rechts. Falte bis zum Ende. Wie toll! Die erste Hexentreppe ist fertig. Das wiederholen wir noch ein paar Mal. Also, insgesamt haben wir 3 Hexentreppen. Klebe jetzt sie zusammen. Klebe, klebe, klebe.
bekleben wir den Kopf mit buntem Papier. Weil ich zu viel Streifen geschnitten habe, will ich auch den Kopf mit grünen und gelben Streifen umwickeln und bekleben. Ich verteile Kleber auf die Klopapierrolle. Jetzt rolle ich den gelben Streifen auf die Rolle. Den Rest schneide ich ab. Weiter geht es mit Grün, wieder mit Gelb und wieder mit Grün. Dieselbe Papierstreifen verwende ich für Feuer, das aus dem Mund rauskommt. Natürlich kannst du auch die rote oder orange Farbe nehmen. Klebe Papierstreifen drin von einer Seite. Weiter schneide ich ein Stück rotes Papier aus. Falte zur Mitte. Ich nehme das Lineal, halte das Lineal mit meiner freien Hand und ziehe eine Linie nach unten, noch eine Linie nach oben. Oben zeichne ich einen Zickzack. Das wird sozusagen das Haar von unserem Drachen sein. Ich schneide das aus. Und klebe auf den Kopf. Zwei Wackelaugen klebe ich weiter. Von einer Seite und von der anderen Seite. Du kannst die Augen einfach zeichnen. Jetzt schalte ich meine Heißklebepistole ein. Hoi, heiß, Vorsicht! Ich klebe mein Essstäbchen zuerst zu der Hexentreppe und dann zum Kopf. Den anderen Stäbchen klebe ich sozusagen am Schwanz. Fertig ist unser Drache, ausgezeichnet!